Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das schwarze Auge, Satinas Ketten. Wir sind bei der Mühle angelangt. Ich wollte gar nicht, aber ich sehe gerade, ich kann hier ein. Ein Boronsrad, hoffentlich kein böses Omen. Was ist denn ein Boronsrad? Hier ruht, der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst, Boron sei dir gnädig. Kann ich damit vielleicht etwas kombinieren? Ich mache doch kein Grab kaputt. Da hast du vollkommen recht, das hatte ich auch nicht vor. Vielleicht etwas Wasser? Dann ist es nass und weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das aus, weil es im Spiel ist, lieber Ich Geralt. mache doch kein Grab kaputt. Du sollst doch kein Grab kaputt machen. Besser nicht. Ja, ich weiß, dem ist nicht mehr kalt, gell? So, okay. Und natürlich ersetzt es noch den Arm mit. Arm mit. Warum Unsinn. tragen wir eigentlich ein Glasarm mit uns rum? Ja, ansonsten gibt es hier nichts und wir gehen mal weiter. Ich hoffe, die Nuri ist jetzt hier, weil die sollte sich hier mit uns treffen. Nori, bist du hier? Was zum? Lass das bitte nicht Nuri sein. Bitte lass das nicht Nuri sein. Sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit. Bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Der Rabe ist also doch eine Kreatur des Seers. Ich glaub's nicht. Okay, Moment. Nuri? Keron, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf. Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich... Hast du sie? Nein. Du hättest sie fangen sollen. Nuri. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werd krank, wenn ich zaubere. Ich weiß, aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. Okay. Nuris Scherbe. So komme ich da niemals ran. Okay. Die Scherbe ist in die Waagschale gefallen. Moment, wir haben Hände, Handfesseln, Waagschale, Fußfesseln, Tür. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Okay, Moment. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. Habe ich noch Inventar? Nee, haben sie mir alles genommen. Ah, Moment, warte. Kann ich eventuell... Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Okay, Moment. Wozu noch mehr Schaden anrichten? Irgendwann werde ich auch das zerbrechen können. Du sollst mal ein bisschen weniger quatschen und helfen. Das übersteigt meine Kräfte. Eine Scherbe zu zerbrechen. Okay, kann ich vielleicht die Fußfesseln mit der Scher mit der mit dem Fluch lösen? Den Versuch war's wert. Okay, sonst habe ich. Ach, da sind noch mehr, okay. Was ist das denn? Geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Ach, alles klar. Okay, wir haben ja eine Stunde. Noch habe ich etwas Zeit.
Wir haben eine. Wären meine Füße frei, könnte ich das Regal eintreten. Ah, aber das kannst du auch so, Moment. Selbst morsches Holz bekomme ich damit nicht kaputt. Okay, wir haben noch eine Walze. Wie soll ich da rankommen? Ich weiß es nicht. Wir haben einen Schemel. Ein Stuhl! Ja, schön! Ein Schemel! Was bringt mir der Stuhl? Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Aber die Lampe kriegen wir noch hundertprozentig kaputt. Komm schon. Kobold! Was ist Kobold? Loch, Scherben. Kann Nuri jetzt eventuell das wieder ganz machen? Moment. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Ein Schemel. Okay, Nuri wird langsam krank. Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Okay, also wir haben jetzt hier eine Lampe. Wir haben eine Bodenlampe. Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Gut, okay. Unter mir ist offenbar noch ein Keller. Das geht immer noch nicht kaputt. Ich habe Stuhlbein Schemel. Kann ich den Schemel einbrechen? Das wäre, glaube ich, ziemlich sinnlos. Aber ich glaube, probieren wir es mal. Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Ja, so eine Feuerfähigkeit. Da. Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Ja, du hast ja recht, Nuri, aber wir müssen... Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Sägewerk und ja, eine... Scheint eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Es ist abgebrochen. Deswegen arbeitet auch das Sägewerk nicht mehr. Ah, Moment, Nuri... Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Okay. Alles klar. Okay, die Walzsäge steht jetzt hier. Wenn ich jetzt die kaputt mache, ich hoffe, ich muss Nuri nicht gleich wieder... Das fand sie nicht so cool. Hätte sie mir nicht einfach vor die Füße fallen können? Die ist jetzt da runtergefallen, okay. Merken die draußen nicht, was hier passiert? Nuri, sorry, aber du musst wirklich nochmal... Oh, Moment. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Ah, alles klar, okay. So, jetzt. Ha, jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Okay, Nuri, noch mal. Komm noch mal hier rüber. So, jetzt mit dem Fuß. So komme ich da niemals ran. Nicht? Säge kann er nicht mehr benutzen. Ah, Moment, nee, stopp nochmal. So. Okay, nochmal hier rüber. Stundenglas, Regal. Kannst du eventuell... Alles klar, okay. Eines Tages wird auch aber nicht heute... Moment, die Waagschale muss noch repariert werden. Kannst du die Waage heil machen? Okay, jetzt kommt das Glas nach oben. Funktioniert natürlich alles prima. Ha, ich hab sie. Geron, mir ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri. Okay, los, jetzt die Handwendung. Mit bloßer Kraft. Achso, ja, okay. Scherbe. Handfesseln. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Ich sehe dich. Okay, Nuri ist momentan immer noch am werkeln. Tür, hier kann ich nichts mehr aufheben.
Nuri, geh mal hier rüber. Schemel nimmt da mit. Willst du sie mitnehmen? Okay, nee, nimmt er nicht mit. Gehen wir mal hier runter. Der Griff ist abgebrochen. Die Luke braucht einen neuen Griff. Luke braucht einen neuen Griff. Kann ich den Schemel eventuell dafür... Unwahrscheinlich. Nee, okay, kann ich nicht zerlegen. Nuri, geh mal noch kurz rüber. Stroh. Ausrüstung. Nanu. Ach, das war ganzes Zeug. Alles klar, okay. Was haben wir hier noch so? Handy meckert rum, müssen alle Geräte angeschlossen werden. Nuri, geh mal wieder hierher. Jetzt. Neuer Griff, Messer vielleicht. Ich bin nicht sicher, ob sich das schneiden lässt. Du kannst das Messer reinstecken und aufhebeln damit. Du kannst aber auch den... Stechen, schneiden oder... Nimm mal das hier. Wie komme ich darauf? Nimm den Stock und hebel's raus. Oh, stell dich so blöd an. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Auch in die Richtung... Was soll ich da schneiden? Ich habe keine Ahnung. Der Stab passt genau in das... Ja, du könntest den Stab wieder rausnehmen, Nigel. Stroh? Genug Stroh, um die Luke zu verdecken. Alles klar, okay. Er hat also Stroh, um die Luke zu verdecken. Kann Nuri eventuell... Ich sehe den Griff nirgendwo. Oh. Okay, ich brauche also den Griff. Waldsäge. Fesselstricke. Da lag doch noch was. Nee. Nuri, geh mal rüber. So, haben wir hier noch irgendwas? Tür. Ich gehe mal zur Tür. Solange der Unhold draußen wacht, wäre das Selbstmord. Dass die nicht raffen, dass die Mühle in Betrieb ist wieder. Ich guck mal ganz kurz hier so. Ich muss gerade ziemlich auf dieses Menü hier, deswegen... finde ich... Versuche ich gerade so was rauszufinden noch. Okay, vielleicht kann ich mal was basteln aus dem, was ich jetzt habe. Kann ich eventuell mit der Säge... Die Scharniere durchzusägen dauert viel zu lange. Okay, gut. Ich kann mit der Säge... Kann ich mit der Säge eventuell... Keine Zeit für sowas. Kleinen Moment. So, da sind wir auch schon wieder. Na, da wollte ich mit meiner Mutter reden. Kann ich eventuell Nuri... Machen? Dazu müsste es zerbrochen sein. Nuri, Süße, machen wir das mal ganz hier bitte. Danke dir. Okay, sind wir die Fesselstrecke und binden wir an die Bodenluke. So kann es gehen. Ach so, willst du das mal? Ich dachte, du wolltest jetzt hier hinten noch dran binden. Okay, gut. Dann nehmen wir mal Bodenluke. Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nuri. Wieso nimmst du Nuri... Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Hier, das ist dunkel. Siehst du was? Noch ein Loch. Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du... Nicht jetzt. Es geht tief runter. Und es gibt keine Leiter. Oh, das gibt's ja nicht. Keine Zeit für... Wir müssen... Decke, Stab hier, so. Gut, da war noch was. Schemel vielleicht? Das geht so. Okay, Nuri. Wir müssen uns beeilen, Nuri geht's echt schlecht gerade. Winde. Ach, alles klar. Nein, ich weiß was. So, okay. Moment. Nuri. Nee. Nicht sehr schlau. Nuri. Guck mal her. Und zwar... Hatte schon bessere Einfälle. Oder muss ich das abdecken? Moment, kann ich da vielleicht eine Decke drüber machen? Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Du könntest aber das Messer eventuell reinstecken. So, jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Da hast du vollkommen recht und dazu nehmen wir jetzt das Stroh. Gut. Das muss klappen. Nuri, du kannst jetzt... Nuri? Verdammt!
Okay. Jan ist gefangen. Raus hier, schnell. Was ist mit Nuri passiert? Nuri. Nuri? Oh mein Gott. Wach auf, wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Kiron? Kletter zu mir herunter. Oh, ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht, wir müssen hier weg. Mhm. Wir können hier nicht bleiben. Kiron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Das werden wir auf keinen Fall tun. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Wir sagen dir die Wahrheit. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf! Nuri. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Das ist echt scheiße. Das wird sich bestimmt mal negativ auf uns auswirken. Na komm. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Bin gleich zurück. Ach, Nuri. Gut, es ist doch schon ziemlich hoch. Moment, wir werden einen Schemel dahinstellen. So. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Nuri, ich weiß doch nicht. Das liegt am wenigsten an der Lüge hier. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Ach, Nuri. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber, aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Das ist sowas von scheiße gerade. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Okay, gut. Balken? Wenigstens die Balken sind noch stabil. Wäre der Querbalken nicht abgebrochen, könnte Nuri da einfach runterklettern.
Querbalken. Querbalken abgebrochen? Vielleicht kannst du es auch einfach reparieren. Alles noch dran. Ich dachte, er ist abgebrochen. Hä? Wenn ich darauf klettere, stürzt das ganze Dach ein. Was vielleicht gar nicht das Schlechteste wäre. Vielleicht müssen wir den hier wirklich holen. Das. Ein Boronsrad. Hopp. Nimm mit. Hier ruht der Name, wie auch immer. Nimmt da nicht mit, okay. Also jetzt haben wir ja auch gar nichts. Schemel, Vordach, Balken, Stieg. Kann ich vielleicht den Balken irgendwie ansägen? Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Da sage ich jetzt aber die Wahrheit. Der Rabe ist gefährlich. Er ist ein Spion des Seers. Wir müssen hier weg sein, bevor er zurückkommt. Das stimmt nicht. Herr Rabe hat uns immer geholfen. Vertrau mir, ich würde dich niemals anlügen. Du mochtest ihn einfach nie. Du musst mitkommen, jetzt. Ach du meine Güte. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fan Lavi. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen. Den stinkenden Schwefelseen der Brinasca marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fan Lavi. Sucht ihr Menander, Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir. Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Na klasse. Noch einer tot, der sich damit auskannte. Okay, gut. Dazu mehr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Und heute wieder eine sehr traurige Folge. Mal schauen, wohin wir uns da verstricken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.